Ja, ich begrüße euch alle hier vor Ort und an den Bildschirmen und hoffe, dass ihr einen gesegneten Tag habt. Und da heute der weltweite Gebetstag für verfolgte Christen ist, gehe ich auch in der Predigt darauf ein, unter anderem mit einigen Warum-Fragen. Und ich habe hier den Weltverfolgungsindex, den Open Doors erstellt hat, an der Wand. Darauf könnt ihr die 50 am meisten verfolgten Länder sehen. Und ihr könnt selber nachschlagen auf www.weltverfolgungsindex.de, was in den einzelnen Ländern so los ist. Open Doors unterstützt verfolgte Christen weltweit und das schon über 65 Jahre. Und sie haben verschiedene Leute in den einzelnen Ländern, die ihnen auch darüber berichten. Vor ein paar Wochen las ich das Buch des chinesischen Christen Zhang Rongliang. Das heißt, bis zum Äußersten, mein Leben mit Christus in China. Und Zhang Rongliang, der war mehr als 15 Jahre für Christus im Gefängnis, wurde brutal gefoltert, zusammengeschlagen, musste extrem schwer arbeiten. Und dieses Buch ging mir richtig unter die Haut. Da dachte ich, was haben wir für eine Freiheit? Wir müssen fast nichts aushalten wegen unserem Glauben. Wir werden mal ein bisschen ausgelacht oder links liegen gelassen. Aber dieser Mann hat ausgehalten bis zum Schluss und kam auch wieder aus dem Gefängnis raus. Und dieses Buch, finde ich, hilft zu verstehen, was Paulus an unterschiedlichen Stellen in der Bibel schreibt. Zum Beispiel in Hebräer 13,3: Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr selbst mit im Gefängnis, und an die Misshandelten, als wär's euer eigener Körper. Oder im 1. Korinther: Wenn ein Glied leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn eins besonders geehrt wird, freuen sich die anderen mit. Und ich habe die Predigt überschrieben mit Warum? Fragezeichen. Warum kommt es überhaupt zu Verfolgungen? Ich denke, in einem kurzen Satz gesagt, weil das Reich der Finsternis gegen das Reich des Lichts kämpft. Auch wenn viele Menschen das nicht wahrhaben wollen, es gibt Satans Reich und Gottes Reich. Darum heißt es auch im Brief an die Epheser: Wir kämpfen ja nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen dämonische Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher der Finsternis, gegen die bösartigen Geistwesen in der unsichtbaren Welt. Was ist nun das Ziel der dämonischen Mächte und Gewalten? Genau das, was Jesus selbst im Johannesevangelium Kapitel 10, Vers 10 sagt: Ein Dieb kommt nur, um Schafe zu stehlen und zu schlachten und Verderben zu bringen. Verderben zu bringen ist das Ziel des Teufels von Anfang an, seit er im Paradies, im Garten Eden, Adam und Eva verführt hatte. Ihm mehr zu vertrauen als Gott. Und die Tragik war, dass dadurch
die ersten Menschen die Herrschaft über die Erde an den Teufel abgegeben haben. Gott selbst hatte nämlich Adam und Eva den Auftrag gegeben, sich die Erde untertan zu machen. Aber da sie den Auftrag abgaben, hatte der Satan das Recht, mit seinen Dämonen auf der Erde zu herrschen. Und das Schlimme ist, dass überall da, wo Menschen nicht nach Gottes Willen fragen und handeln, sie die Herrschaft erneut dem Teufel überlassen. Und da bedienen sich die Finsternismächte dann verschiedener Taktiken, um die Menschen und alles, was Gott geschaffen hat, zu zerstören. Im Bereich der Christenverfolgungen identifiziert Open Doors verschiedene Triebkräfte der Verfolgung. Ich zitiere: Islamische Unterdrückung ist die mit Abstand bedeutsamste, aber bei weitem nicht die einzige. Auch kommunistische Unterdrückung, religiös motivierter Nationalismus und diktatorische Paranoia sind wesentliche Ursachen, um nur einige weitere zu nennen. Zitat Ende. Warum sind nun gerade Christen in so starkem Maße von Verfolgung betroffen? Paulus liefert im Brief an die Kolosser eine Begründung. Gott, hat uns aus der Gewalt der Finsternismächte befreit und uns unter die Herrschaft seines geliebten Sohnes gestellt. Und als Christen haben wir nun folgenden Auftrag, den auch Paulus von Gott erhielt. Du sollst ihnen die Augen öffnen, dass sie umkehren, dass sie aus der Finsternis zum Licht kommen, aus der Gewalt Satans zu Gott. So werden ihnen ihre Sünden vergeben und sie erhalten ein ewiges Erbe zusammen mit denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Und genau dieses ewige Erbe ist der Knackpunkt. Wie Jesus sagte, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und Jesus weiß genau, dass es deshalb Verfolgung geben wird, denn er weist darauf hin, in Johannes 15, wenn die Welt euch hasst, denkt daran, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr zur Welt gehören würdet, würde sie euch als ihre Kinder lieben. Doch ihr gehört nicht zur Welt, denn ich habe euch ja aus der Welt heraus erwählt. Das ist der Grund, warum sie euch hasst. Denkt an das, was ich euch gesagt habe. Ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie auf mein Wort gehört haben, werden sie auch auf das eure hören. Aber alles, was sie euch antun, ist gegen meinen Namen gerichtet. Denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Jetzt erhebt sich natürlich die Frage, warum richtet sich die Verfolgung gegen den Namen Jesus Christus? Ich denke, die Antwort steht in Apostelgeschichte 4, Vers 12. In keinem anderen ist Rettung zu finden, denn unter dem ganzen Himmelsgewölbe gibt es keinen vergleichbaren Namen. Nur dieser Name ist den Menschen gegeben worden. Durch ihn müssen wir gerettet werden. Der Prophet Jesaja durfte von Gott her die Geburt von Jesus Christus voraussehen und erhielt von Gott Einblick in Jesu Macht. Darum können wir in Jesaja 9 lesen:
Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Das wird der künftige Herrscher sein. Gott hat ihm einen Namen gegeben. Wunderbarer Berater, kraftvoller Gott, Vater der Ewigkeit, Friedefürst. Seine Macht reicht weit und sein Frieden hört nicht auf. Er regiert sein Reich auf Davids Thron. Seine Herrschaft hat für immer Bestand, denn er stützt sie durch Recht und Gerechtigkeit. Schon in diesen wenigen Aussagen wird deutlich, dass Gott herrscht in alle Ewigkeit, dass er der Sieger ist. Das Evangelium ist und bleibt eine Botschaft, die Freude, Frieden und Freiheit bringt. Und zwar Freiheit von der Versklavung durch die Sünde, Freiheit von den Machenschaften des Feindes. Weil durch den Tod am Kreuz hat Jesus den Satan ein für alle Mal besiegt. Es gibt aber leider Menschen, die dem Teufel nach wie vor die Herrschaft überlassen, weil sie die Finsternis mehr lieben als das Licht. Sie wehren sich gegen die Herrschaft Gottes und gegen alles, was von ihm kommt. Und das schließt Jesu Nachfolger mit ein. Warum werden wir nun aufgefordert zum Gebet? Weil Jesus selber gesagt hat, sein Reich ist nicht von dieser Welt und deshalb werden wir aufgefordert zu beten, dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Und außerdem sagte er, alles, was ihr beim Beten erbittet, werdet ihr bekommen, wenn ihr glaubt. Und Jesus hat uns selber ein großes Beispiel gegeben. Er war ganz oft und lange im Gespräch mit seinem Vater, hatte Zeit im Gebet. Und dann können wir auch die Folgen von Gebet lesen in Apostelgeschichte 12, Vers 5. Petrus war im Gefängnis und während Petrus streng bewacht im Gefängnis saß, betete die Gemeinde inständig für ihn zu Gott. Und gerade an diesem Beispiel von Petrus können wir sehen, welche enorme Kraft das Gebet hat. Petrus wurde nämlich durch einen Engel aus dem Gefängnis befreit und er war im innersten Loch angekettet an Händen und Füßen oder im Flock, also selber kommt man da nicht raus. Und er war auch bewacht von 4 Soldaten, die direkt bei ihm waren. Und der Engel ging einfach rein und hat Petrus befreit. Ein weiterer Grund, warum wir beten, ist, dass durch Gebet nicht nur Situationen, sondern vor allem auch Menschen verändert werden. Sie bekennen mutig das Evangelium, auch auf die Gefahr hin, getötet zu werden. Aus diesem Buch Bis zum Äußersten habe ich ein Beispiel von einer Schwester D. aus China. Sie war für ihre Zivilcourage bekannt, unter anderem auch in den Verfolgungszeiten, als ganz viele Leiter praktisch gesucht wurden, tot oder lebendig, und man sie mit Gewehrkugeln einfach erschießen konnte, wenn man sie getroffen hat. Und sie hatte keine Angst davor, verhaftet zu werden. Und sie sagte einmal in einer kleinen Versammlung, eine Gewehrkugel kostet 0,15 Renminbi. Wenn sie uns erschießen, schickt die Regierung unseren Familien eine Rechnung für die Patrone. Sorgen wir dafür, dass unsere Arbeit das Geld wert ist. Wir schulden dem Herrn so viel. Lasst uns keine einzige Minute vergeuden, solange wir leben.
Wir haben nur begrenzt Zeit, um das Evangelium unter die Leute zu bringen, bevor wir erwischt und hingerichtet werden. Es gibt so viele Seelen, die auf dem Weg zur Hölle sind und Erlösung brauchen. Was können wir Besseres aus unserem Leben machen, als das Evangelium zu predigen? Nach dieser Aussage von dieser Schwester war der ganze Raum wie elektrisiert. Alle Christen, die dort waren, waren bereit, ihr Leben für das Evangelium zu geben, auch wenn es am Ende des Tages 0,15 Renminbi kostete. Und sie gelobten einmütig, fortan nur noch dem Herrn zu dienen. Es war der Anfang des, wie wir es später nannten, Teams der Todesmutigen, einer Gruppe furchtloser chinesischer Christen, die bereit waren, dem System in China die Stirn zu bieten, um das Evangelium von Jesus Christus unter die Leute zu bringen. Sie betrachteten das Leben oder ihr Leben als etwas, das keinen Wert in sich selber hatte, sondern nur in den Augen ihres Schöpfers. Deshalb weihten sie ihr ganzes Leben dem Dienst für ihn, selbst wenn dies den sicheren Tod bedeutete. Und das war nicht nur in China so, sondern in Nordkorea vor allem ist es ganz besonders schlimm. Nordkorea steht vom Weltverfolgungsindex her an erster Stelle. Und durch Gebet können wir viel dazu beitragen, dass die verfolgten Geschwister weltweit unterstützt werden. Wie Paulus auch im Römerbrief sagt, es ist wie bei unserem Körper, er bildet ein lebendiges Ganzes, hat aber viele Glieder, von denen jedes seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir in Verbindung mit Christus ein einziger Leib, und einzeln genommen Glieder voneinander. Und weil wir als Christen weltweit zusammengehören, beten wir füreinander. Und ich denke, das ist das Mindeste, was wir hier in unserem freien Land tun können. Ich möchte euch ein Gebet vorlesen, die in einer besonderen Versammlung der Chinesen ein Gebet, ein Lied, das sie dann gesungen haben, in einer besonderen Versammlung von Chinesen, als ein Prophet sagte, dass China überschwemmt werden wird, quasi mit dem Evangelium. Er konnte das voraussehen und da hat sich tatsächlich viel getan seit 1983. Viele, viele Chinesen haben sich zu Jesus bekehrt. Und die Versammlung war so ermutigt durch diese prophetische Schau, haben sie ein Lied gesungen, das, denke ich, für alle Verfolgten auch gilt. Ich weiß nicht, was morgen kommen wird, aber ich will jeden Tag für den Herrn leben. Ich muss mich nicht um morgen sorgen, weil ich seinen Verheißungen traue. Eines weiß ich vor allem anderen, dass ich mit dem Herrn wandeln werde. Es gibt so vieles, was ich jetzt nicht verstehe. Aber ich weiß, wer im Regiment sitzt und wer stets meine Hand hält. Und ich denke, das zeichnet die Christen aus, die verfolgten Christen weltweit. Um nichts in der Welt wollen sie Jesus verleugnen, wollen sie, auch wenn sie noch so gequält werden, Jesus absagen. Weil oft wird ihnen angeboten, ja, du musst nur unterschreiben, dass das alles Quatsch ist, was du sagst, dass das eine Sekte ist, dass Jesus gar nicht existiert, weil die Regierung hat doch das Sagen und die weiß doch alles. Und sie geben das nicht her, ihren Glauben. Und viele Verfolgte, wenn sie in die Freiheit kommen oder wenn
eben die geheimen Leute, die dort auch sind und die Nachrichten weiterbringen, sagen, das Ziel der Verfolgten ist weniger, dass wir beten, dass sie rauskommen aus den Gefängnissen oder dass die Verfolgung aufhört, sondern dass sie standhaft bleiben und an den Orten, wo sie gefangen sind, brennen sie drauf, das Evangelium weiterzugeben. Und gerade bei Zhang Rongliang war es so, dass die Gefängnis, der Chef vom Gefängnis, die haben sich furchtbar darüber aufgeregt. Die haben ihn praktisch nicht zur Arbeit gelassen, dass er mit niemand Kontakt hat. Dann hat er evangelisiert in seiner Zelle. Und so hat sich das Evangelium wieder ausgebreitet. Und die, die in der Zelle waren, die blieben ja nicht immer zusammen, die kamen dann wieder an andere. Und die haben einfach nicht begriffen, wie das funktioniert, dass die Leute immer noch an diesem scheinbar Blödsinn festhalten, dass es Jesus gibt, dass es eine ewige Herrlichkeit gibt. Und manchmal hat es sich selber erwischt, dass sie dann Jesus eben angenommen haben und dass es eine Gefängnisgruppe gab. Und Zhang war einmal richtig traurig, er war, glaube ich, 6 Jahre in einem Gefängnis, als er dann gehen durfte, weil er hat die Gemeinde aufgebaut im Gefängnis. Und es war für ihn Schmerz und Freude zugleich. Er wollte natürlich auch endlich wieder zu seiner Frau und seinen Kindern. Und ich möchte jetzt schließen mit einem Gebet des Paulus. Und ich denke, dass so in der Form auch die Verfolgten wünschen, dass wir für sie beten. Da heißt es in Epheser 6, betet auch für mich, dass Gott mir die richtigen Worte gibt, dass ich dann, wenn ich rede, das Geheimnis des Evangeliums unerschrocken bekannt mache. Ich bin ja auch in Ketten ein Gesandter des Evangeliums. Betet, dass ich so offen und frei davon rede, wie ich reden soll. Amen.